Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark mit Wödan. Hallo. Und wir machen jetzt. Ja. Ja. Man weiß nicht. Man weiß nicht. So, ich nehme mir einen 30er Stack raus. Also, ist jetzt eine komplett neue Aufnahme. Letzte Aufnahme war ja extrem ein Desaster. Was wir brennen? Ja, ne? Muss ich ausmachen. Unser Tempel. Achso, okay, dann eben nicht. Ja, doch. Was denn, ja, doch? Ich dachte, wir können ja ein ausmachen und das Fleisch in das andere mit reinschmeißen. Hm. Okay. Obwohl, scheiß drauf, macht beide aus. So. Ups. Was machst du da? Du hast jetzt ein schönes Hotz verschwendet. Ich pack das gebratene Fleisch mal in den Kühlschrank. Mhm. Wir haben ja a little bit of viel. Wollten wir denn jetzt einfach... Ach, hier, schmeiß den Scheiß. ...einen neuen Drachen suchen? Ja, eigentlich schon. Also nehmen wir Teaming-Zeugs mit. Ja, genau. Okay. Sowieso. Ich will auch unbedingt so ein Kugelding ins Gerät haben. Ja. Die sind alle heil. Ich nehme 50 für mich raus. Und packst was im Vogel wieder, oder? Ja, ich nehme 50 für mich raus und pack 100 in Vogel. Ja. Hier notfalls nicht mal 12 Narkotics. Und noch eine neue Armbrust, oder? Armbrust, genau. Okay. Gut, die müssen wir eh nach oben. Achso, haha, ich muss ja nach oben. Wir müssen nach oben. Hallo. Ah, nee, ja, du. Ja, du musst ja, ich muss ja gar nicht nach oben. Das ist ja nicht so schlimm. Ui. Das Gildenhaus gucken wir uns aber erstmal an, oder? Genau, Miss Grumpy hat ein Gildenhaus gebaut. Das wollen wir uns jetzt mal angucken noch auf dem Weg. Wir wissen nicht, ob das schon fertig ist. Nein. Aber wir wollen uns das mal angucken. Mhm. So. Der hier, ach ja, der sollte ja mal gut Damage kriegen. Damit man mit dem auch immer gut Prime Meat. Ich bin ja unten kann. Siehst du mich? Ne Wuden. Hilfe, ich werde entführt. Das geht so aber nicht. Unsere drei Delfine leben noch. Ja, das ist eigentlich ein Wunder, dass die noch leben. Bei uns auf jeden Fall. Mhm. Gut. So. Gucken wir uns das Gildenhaus an und dann fliegen wir weiter, holen vielleicht einen Drache, vielleicht einen Frosch, vielleicht so ein Kugelteil. Das, was wir finden gerade. Genau. Und dann müssen wir irgendwann bald mal wieder an unserem Haus weiterbauen. Ja, und an der hier Düngerhütte. Stimmt, das Kackehäuschen. Oh, da ist es. Oder? Ja, das ist es, würde ich sagen. Oh, cool. Sieht geil aus, ne? Auch alles aus Stein? Ja, sieht von hier so aus. Kannst ja mal auf dem Ding jetzt landen. Ist auch noch nicht ganz fertig, oder? Anscheinend nicht, oder? Das hier steht auch ein Mammut und ein Trike und... Steht da auch ein T-Rex vor und weißer? Ja, ich sehe den Schwanz von denen. Also, willst du nicht mal reingehen und gucken? Willst du? Ja. Dachte ich. Oh, zack. Da steht ein T-Rex. Hallo, Nessie. Achso, hier vorne kann man gar nicht landen. Ah, ich kann hier oben landen. Ja, du kannst auch oben landen. Coole Sache. Wo ist das Bier? Oh, das ist sogar eine Trommel. Ach, cool. Ist echt riesig und Schock. Ja, ist richtig cool. Und auch hier ist noch ein Balkon. Und so. Balkon! Ist über uns ein Balkon. Ja, hier gibt's Paintings, aber ist keine Farbe drin. Ja, unten sind auch, bis unten gerade. Ja. Hä, kann man hier noch weiter nach oben? Ist also aus, ob man noch weiter nach oben könnte. Nee, unten ist. Ach nee, da ist das Dach schon. Die Sonnenterrasse, da fehlt natürlich der Grill noch. Und ein paar Stühle, die nichts bringen. Oh, hier ist Rüstung drin. Das sieht auch lustig aus mit der Rüstung, ne? Was? Hier. Achso, ja, cool. Was ist doch denn? Aber ist aber drin. Direkt gar nichts drin. Nee, und hier, was soll das sein? Das ist wahrscheinlich ein Waffenschrank. Für Waffen, ne? Das ist ja cool gemacht. Das ist so ein Bug-Dingens, was wir auch haben. Ja, aber wieso ist denn da was drin? Bei uns ist nirgendwo was drin. Und so ein Bug-Shelf haben wir auch. Und bei uns ist sogar was drin. Ich gucke jetzt alle Schränke durch. Mal gucken. Das ist ja düsterlich. Hier ist so ein Farbendingens.
Gedöns. Ja, drüben gesagt. Ach ja, stimmt, hast du ja eh gesagt. Nee. Na gut, ist ein echt tolles Haus. Ich gehe runter, ne? Kannst mich hier unten wieder mitnehmen. So einiges geiler als unser Haus. Bruno und... Unseres dauert immer noch Long. 2,5 Jahre, bis Long. Die Karriere fertig ist. Ich bin vor der Tür wieder, wo du mich abgesetzt hast, ne? Achso, auf der anderen Seite. Na, 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 na. Tschüss, Jan. Aber das Haus sieht echt geil aus. So eine richtig schöne Villa. Eine Villa. So, ich muss jetzt schon essen. Ehrlich? Ich bin ja zum Glück beim Fliegen. Ich hab noch gar keinen Hunger. So. So, wo haben wir letztes Mal den anderen Drachen gefunden? Beim Vulkan, ne? Ja, ne? Also da sollten wir da mal gucken gehen, auf jeden Fall. Ja, das Problem war ja, dass da so viele T-Rex und Spinos und all sowas war. Ja, genau. Und Piranhas. Nee. Was ja nur wichtig ist, wenn man Drachen im Wasser tämt. Ja. Ja, mal gucken. Der Drache ist dann, wenn es ein Männchen wird, auch für Red Hell, oder? Er ist ja leider einen Namen mit denen gesagt. Ich glaube, es war sogar Mehl, der Tor gegangen ist. Letzte Folge. War es letzte Folge, der Tor gegangen ist? Ja, genau. Ja. Da war er leider schon tot, wo Red Hell Mehl geschrieben hatte. Sorry, Red Hell, dass der Tor gegangen ist. Sonst hätte er deinen Namen getragen. Der nächste wäre für dich. Ja. Sumpf. So. Ja. Sumpf schockt nicht, ne? Ne. Aber so ein kleines Stück zum Vulkan hin. Na, das sieht von hier aus wie ein kleines Stück, aber das ist schon ein gutes Stück. Na gut. Über die Bäume? Über den Bäumen. Eieieie. Und dann halt noch über den Fluss und dann sind wir da. Musst du. Und wenn wir Glück haben, ist da sogar so ein Vieh. Ey, wir sollten uns auch mal so ein Pelzmantelrüstung-Dingens bauen und mal ins Schneebiom und dann da mal richtig aufbauen. Ja, da gibt's ja Pinguine. Genau, die Pinguine. Lass nach dem Drachen. Ja. Tu den Pinguin. Pinguine nur mit mir. Iku, Iku. Ach nee, das war Quietscheentchen. Entschuldigung. Nur, dass du wohl auch mit Iku Iku meinst. Na. Mein Stottert nur wieder. Du stotterst? Ja, ja. Ja, hab ich eben gehört. Oh. Sieh wieder. Halt's Maul. Was denn? Du meinst, oh mein Gott, ne? Ja, genau. Guck mal, auch hier schall der Fluss sehen. Oh. Drachilein? Wo meinst du das nicht? Meins leckt zum Glück nur. Von hier oben siehst du nichts. Nee, wir müssen ein bisschen runter. Oh Gott. So. Hier war letztes Mal. Ja, ein Stück da war da rechts. Ein Drach. Vielleicht finden wir auf Anipaim oder hier auch. Hier ist ein Mammut. Ist das normal, dass hier ein Mammut ist? Weiß ich nicht. Da sind aber Raptoren. Geht mir weg, ey. Ich hasse euch. Ich hab das letzte Mal echt nicht gesehen, dass es die ganze Zeit so ein scheiß Alpha war. Ach ja, der Alpha hat ja unseren geliebten Drachen getötet. Ja, war halt mein Fehler. Ich hätte einfach wegfliegen sollen. Dann wärst du zwar draufgegangen, aber... Ja, ist ja egal. Der Drache wäre cooler gewesen, wenn der überlebt hätte, aber... Ja. Bronto-Time. Ganz viele Brontos. Ey, Spino, T-Rex. Deck Bronto. Ach, der T-Rex kümmert sich schon um die Bronto-Familie. Bronto Family. Würde mal fast behaupten. Da ist auch ein Raptor. Würde mal fast behaupten, der T-Rex geht drauf. Bei drei. Da ist Paracetamolbeten angeschlagen. Hab ich auch gesehen. Was haben wir denn noch hier? Trikes da hinten. Raptoren mit Trikes. Schildkröters. Siehst du irgendwo Feuer? Nö. Das regnet ja auch. Wo ist denn das Feuer?
Hier ist echt Spino Valley, Alter. Schon wieder, ja, nur Spinos irgendwie. Also total viele. Gut, wir müssen auch gleich Stamina ranken. Ja, also aber... wir nicht, aber der Vogel. Ja, hier da sind Skorpione. Am besten, du suchst dir ein Gebiet aus, wo es nicht ganz so schlimm ist. Hier? Ja, ich hole mir schon mal mein Speerchen raus. Dann bin ich gleich... Ja, tatsächlich ist hier kein Drache, leider. Nö. Ich gehe mal ein Stück vor. Der ist zwar ein Skorpion, aber der sieht mich nicht, oder? Aha. Ja, weiß ich auch nicht. Das wird noch mehr Spinos, weißer T-Rex. Ja. Was hat Red Hair gesagt, wo die Giganotos spawnen? Er hat gesagt, sie sind sehr, sehr selten und... Warte mal. Am Fuß vom Bergen, ne? Ja, habe ich das richtig zusammenkriege? Ja. Mein Gedächtnis ist natürlich nicht so super toll, deswegen. Ja, schade. Kein Drachen. Nee, aber wir hatten echt immer nur hier Drachen. Nee, wir hatten auch in der Nähe vom Schneebion einmal gesehen, doch. Genau. Da waren noch ganz viele Mammuts, da wurde von Mammuts getötet. Genau, auf der Kano-Insel haben wir auch schon mal gesehen. Ja, gut, stimmt. Aber da ist total, ich glaube, da bringt das nichts. Aber gut, wir haben T-Rex da auch getankt. Hier in Spino Valley ist auch echt heftig. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich. Da ist wieder einer. Ach, Spino, den. Ja, Spinos sind hier echt selten auf jeden Fall. Ja. Ist schön, dass wir mal einen sehen. Das ist eine Rarität. Hier ist auch nichts. Krokodil, Schlangen, ja. Monster Bee. Dann sollten wir auf jeden Fall Richtung Schnee fliegen. Ja, dann bin ich jetzt falsch geflogen, wenn ich in die andere Richtung muss. Das ist ja doof jetzt. Ja, gut. Ja, aber wir fliegen in unseren Folgen ja sowieso nur durch die Gegend. Ja, kennt ihr ja schon. Aber wir wollen ja auch immer die besten Sachen haben. Also Drachen. Wir wollen am besten diesmal zwei. Wir hätten ja einen. Ja, das war ja sowieso unser Anliegen, dass wir eigentlich jeder einen haben und damit dann rumfliegen können. Aber Red sagte auch, dass die Drachen keine Stamina verlieren, sondern durch das Fliegen Stamina ranken. Fand ich ziemlich geil. Ich habe ja gemerkt, dass er keine Stamina verloren hat, als ich geflogen bin. Ja, ist bei Krokodilen ja auch so, wenn die schwimmen. Ja, genau. Ist das so ein Paracetamol? Ja. Paracetamol. Die sieht jetzt ziemlich cool aus, ne? Ja, finde ich auch. Richtig schön. Hallo, Paracetamol. Ja, so einen haben wir auch in der Nähe, dann brauchen wir den nicht hier irgendwo in der Valla Pampa tame. Genau. Hier ist mal wieder Sightseeing. Ich möchte auch so gerne so einen Ball haben, weißt du, diese... die so runterkugeln können. Ja, die sind bestimmt auch am Bergen in der Nähe, oder? Nee, da würden die doch runterkugeln. Ja, das sind zwei. Nee, ein T-Rex und ein Spino oder zwei T-Rex? Zwei T-Rex. Ach, Menno. Ja, auf jeden Fall würde ich so einen gerne haben, weil der halt gut Stein farmen kann, ne? Ja. Und Stein brauchen wir ja richtig viel noch für unser Haus. Ja, das stimmt. Wir tamen immer lieber, anstatt Steinfarben zu geben, das Haus weiter zu bauen. Ja, da drücken wir uns ein bisschen vor. Ja. Was wir aber jetzt demnächst wohl mal machen sollten. Also es ist hier der Fuß vom Berg. Ja. Aber hier ist auch nichts. Oh, ich habe was gehört. Aber es war bestimmt ein T-Rex. Was hast du gehört? Weiß ich nicht. Konnte ich nicht definieren, es war so leise. Okay. Das hört sich nur so an, so ganz komisch. Da ist ein Kano da hinten. Vielleicht. Wir wollten die Folgen ja sowieso so ein paar Minuten kürzer machen. Ja, genau, weil wir sonst immer länger überziehen. Ja. Vielleicht sollten wir denn einfach weiterfliegen und suchen. Vielleicht finden wir irgendwas. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Was ist das da unten, Owls? Oh, Piranhas. Die essen den schönen Dingens. Hä? Ach da. Also Ankylos gibt's hier echt ohne Ende, ne? Aber diese Kugeldinger, ich weiß leider gar nicht, wie die heißen, nicht. Kugeldinger? Ja. Ehrlich, wie konnte ich das vergessen? Genau. Kugeldinger halt. Ja,
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen. Genau. Wir sind dann raus, oder? Ja, genau. Tschüssi. Tschüss.